So, dann wollen wir mal mit der Fighters Challenge weitermachen. Wir haben ja, glaube ich, nur noch zwei oder drei Ogre hier drin. Boah, der uns eine stürmt uns gleich an. Und will uns ans Leder. Ja, der kann da gut so stehen bleiben. Einen wenigstens loswerden. Mann, halten die was aus hier. Einer ist weg. Es sind nur noch zwei. Aber auch zwei sind nicht einkesseln lassen. Das ist nicht gut, eingekesselt zu werden. An ihm vorbeizuschießen ist auch nicht gut. Den Bastik Glow dafür ist besser. Out of Energy ist nicht so toll. Komm, jetzt schießen wir dir mal die Giftbolzen ab. Aua. Mist. Und ein Level Up für Talisa. Eine Speed Potion. Ein Pilzstück. Ja. Wenn wir hier Punkte in Fistfighter. Dieses Assassination würde ich hier gerne noch geben. Also dieses Quick Strike. Aber erst einmal zwei Punkte in Dagger. Machen wir zwei Punkte hier rein. Dann kriegt sie da noch einen Punkt. Beim nächsten Mal. Und dann gebe ich ihr auch noch hier in Dodge drei Punkte. Dann kriegt sie mehr Health. Weil bei Schaden macht sie eigentlich schon ziemlich gut mit ihrem Bla-Dolch. Vor allem mit ihrem Assassin-Dolch, mit dem sie Life Leech hat. So. Aber irgendwie kann ich nicht glauben, dass das hier jetzt alles war. Gucken wir mal kurz die Wände ab. Hier ist nichts. Auch nichts. Ne? Was soll das dann heißen? Ich habe eine Wahl. Was passiert, wenn ich den zurücklege? Passiert dann irgendwas? Nee, auch nicht. Ich kapiere das irgendwie nicht. This may not be the price for you. There is another choice. Also das ist nicht der Preis für dich. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Mit den beiden hat es auch nichts zu tun. Denke ich mal. Deswegen gucke ich jetzt die Wände hier in Ruhe ab. Und Tatsache. Was? Das ist ja sicher euer Ernst, oder? Das ist eine Giftbombe und eine gekochte Küchenschabe. Die Fighters Challenge verarscht mich doch, oder?
Hier ist kein Knopf, hier ist kein Knopf. Hier ist auch keiner. Nö. Nein. 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 Hier ist auch keiner. Hier ist die Giftbombe und hier ist dieses... Das ist nicht dein Preis, Dingens. Du hast eine Wahl. Da liegt noch ein Pilzhappen rum. Oh, hat einer der Ogre vielleicht was hinterlassen? Nö. Nein. Nö. Also ganz ehrlich, das verwirrt mich jetzt. Die Tore hier machen auch nicht wirklich was. Der Dolch macht auch nichts. Wenn ich den da wieder reinlege, was passiert dann? Nicht euer Ernst, oder? Nicht euer gottverdammter Ernst. Hilfe. Da ist unsere Magierin von uns gegangen und da sind wir fast eingekesselt. Und aus ihrem Giftdolch ist ein normaler Dolch geworden. Ja, nicht gut, gar nicht gut. Da sollte ich nicht stehen bleiben. Was steht hier? Schon wieder eine andere Wahl. Schlafen. Und am besten nehme ich das jetzt mit und türme. Okay, da lande ich hier aus dem Teleporter raus. Nein. Nein, 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 nein. Geht weg, geht weg, geht weg. Ich bin tot. Ich bin tot. Das ist fies. Das ist echt fies. Wieder gegen die drei Ogre-Brüder hier kämpfen. Und ja, ich denke mal, dass es drei Ogre-Brüder sind.
Weil sie sich so schön... Ja, komm. Ah. Das geht erst recht jetzt in die Hose. Ja. Das meine ich mit nicht einkesseln lassen. Aber ja, es wurde auch mal Zeit, dass ich ein paar Mal sterbe. Oder auch nicht. Okay, einer weg. Warum nimmt der so wenig Schaden? Ah. Wow, woher wusste der, dass ich da bin? Geh doch bitte sterben. Jetzt kommt der andere angerannt. Eingefroren bist du mir sehr lieb. Da kann ich dich nicht backstabben. Und mit Quits vollpumpen. Aua. Und das ist der perfekte Zeitpunkt zur Flucht. Nicht da lang, sondern hier zurück zum blauen Kristall. Den Fistdagger, den ich hier liegen gelassen habe, sammle ich mal wieder ein. So. Und gehe ganz schnell Tarion wiederbeleben. Ach ja, und das Level-Up nochmal machen. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte hier draufklicken. So. Ich hätte gern Teleport-Zauber. An Orten, an denen ich schon mal war. Oh, was liegt hier eigentlich für ein Sack? Noch ein Sack mit Essen und den können wir sogar mit uns rumschleppen. Mann, auf einmal kann ich so viel tragen. Aber gut. Naja, ich habe eine Traglast von 96 Kilogramm. Ist ja doch einiges. So. Und ja, ich laufe total unkoordiniert gerade. Das hat mich nämlich gerade echt geschockt. Okay, da ist Nummer 1 gestorben. Ja. Der da will wohl nicht so leicht sterben. Talisa und Tarion. Dieses Mal. Maces. Kriegt da Vitality plus 1 wenigstens. Und sie umschalten. Achso, Rechtsklick. Sie kriegt 2 Punkte Assassination, 2 Punkte Dagger. Da kann sie jetzt nämlich den Piercing Strike wenigstens. So. Alle einigermaßen ausgeruht. Dann legen wir jetzt mal den Dolch zurück und geben hier den Faustdolch. So. Und dann springen wir mal hier rein. Und laufen gleich mal um unser Leben. Einfrieren, nein, die töten. Mist. Trinken. Komm, du bist noch da. Na, da ist noch eine. Und wieder sind Tarion und Illana gestorben. Okay.
Ihr könnt mich mal... Oh, garstig. Wo war der Raum? Ach, da unten in Level 11. Also ganz ehrlich, die neue Fighters Challenge hat es in sich. Aber ich glaube, bevor wir jetzt hier weitergehen, gehe ich erstmal hier hin, mache die Tür zu, speichere. Dann belebe ich meine Truppe in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.